So, endlich angekommen in Schweden, schon direkt am Wasser. Und ich habe gesehen, das Boot steht auch schon da. Jetzt bin ich richtig aufgeregt, das Ganze mal in live zu sehen. Jetzt treffe ich mich mit einer Vermieterin zum ersten Mal, bekomme die Bootsübergabe und sehe das Teil auch zum ersten Mal in live. Bin sehr gespannt. Hi Christa. Hi Philipp. Nice to meet you. Thank you. Welcome to Sweden. Thank you. How was your drive? It was good. Much more comfortable than the other times because there's no, as you can see, no trailer on my car. Could go a little bit faster. It was Saves a nice. lot of time. Yeah, of Yeah, course, sure. yeah. And I see a nice boat standing there. Thank you. Yeah, Want looks to have a good. closer look? Of course, yeah. Guckt euch das mal an, was das für eine hohe Bordwand hat. Wir stehen mal hier daneben. Das ist wirklich ein richtig sicheres Boot. Und 4 mm Aluminium. Das ist wirklich voll verschweißt. Sieht man hier. Das ist ein Aluminiumboot, wie es sein sollte. Super. First, that's a Ah. welcome cap for you. Oh, that's nice. Look at this. Willkommenskappe, das ist natürlich super für alle Fischfotos, für alle Yes. PBs. Okay, thank you, take it. Das ist natürlich eine super Sache, muss man ganz klar sagen. So eine Checkliste, da weiß man genau, was am Boot alles sein sollte. Und kann auch, wenn man sich nicht sicher war, ob irgendwas drauf ist oder nicht, nochmal nachschauen, auch während der Woche. Alles überprüfen. Super. Oh, das ist natürlich clever gemacht, die beiden Tanks. Also erstmal überhaupt, dass es einen Ersatztank gibt, ist schon eine super Sache. Und die haben beide denselben Anschluss. Das heißt, wenn der leer ist, muss man nicht mit dem Trichter irgendwie umfüllen, sondern direkt den Tank raus, den Tank rein, anschließen. Super. Keine stinkenden Finger. Nein. Ja. Big Fish. Okay. Comfortable, but can always be better. Oh, let me try. Ja. Let me see. Das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das wirklich einen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied. Das ist super. Ja. Für drei Leute bequem Platz. Das Boot ist sowieso unheimlich groß innen drin. Also kann hier jemand sitzen, da jemand sitzen und noch ein Fahrersitz. Okay. Also sogar Schwimmwesten sind hier mit an Bord. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Super. Ja. Vorne verstaut. Perfekt. Also ihr habt hier ein großes Staufach, ein großes seitliches Staufach. Großer Kescher, der ist zusammengeklappt hier drin, auch für die ganz großen Hechte, klar, Schweden. Fender sind hier drin. Ihr habt einen Anker mit Seil da drin. Das ist nicht nur wichtig, wenn man ankern will, es ist auch wichtig als Notlösung, falls ein Motor ausfällt möglicherweise, also im Notfall, um ankern zu können. Und sogar eine Kette mit einem Schloss, wenn man das Boot, man kann das ja auch mitnehmen, man muss es ja nicht hier direkt mieten, man kann es auch irgendwo in Schweden ins Wasser lassen, kann man das entsprechend dann damit wieder abschließen. Fully equipped. Das ist wirklich voll ausgestattet. Okay. Es hieß, man muss nur Ruten und Tackle mitbringen und da kommen die Ruten rein, sind da vernünftig geschützt, können da auch nachts drin bleiben. Wenn ihr mal da reinguckt, das sind richtige Aufnahmen für die Ruten, wo die reingelegt werden können, kommen dann nicht zusammen. Ja, das sieht richtig gut hier aus. Hier können die Ruten reingelegt werden, sicher nebeneinander, werden dann mit Klettverschluss verschlossen. Perfekt. 4 Rutenhalter, sogar von Scotty, nicht irgendwelche. Die sind verstellbar, man kann die komplett drehen. Man kann die auch rausnehmen, da sollte man allerdings aufpassen, die fallen schnell ins Wasser. Und kann man genauso einstellen, wie man sie braucht und wirklich stabil. Die sind auch nicht mit einer Zwinge irgendwo festgeklemmt, sondern die sind wirklich hier am Boot angeschraubt. Das heißt, die verbiegen sich auch nicht beim Schleppen, wie es bei Mietbooten gerne ist, sondern die bleiben wirklich so, wie sie sind. Perfekt. Hier haben wir das Echolot, das ist auf dem Boot so angeordnet. Man kann es auch drehen, je nachdem, wo man angelt. Denn mit dem Boot kann man sehr viele verschiedene Angelmethoden ausüben. Das ist ein Hummingbird, ein Helix 7, ein vernünftiges Echolot mit einer vernünftigen Tasche. Und ich kann es fast nicht glauben, Christa hat gerade gesagt, hier drauf ist wirklich auch die Gewässerkarte. Von allen Gewässern in Schweden, die es bei Navionics gibt, drauf. Das heißt, ihr habt die Sicherheit. Das ist gerade in Schweden wichtig. Wir haben ja hier in Schweden viele Steine und Felsen im Wasser. Und die sind natürlich manchmal so ein Stück unter der Wasseroberfläche, man sieht sie gar nicht. In den Seekarten sind die häufig eingezeichnet. Da kann man sich ganz gut drauf verlassen. Das ist eine ganz große Sicherheit, um die man sich hier nicht kümmern muss, weil Christa hat sich schon darum gekümmert. Das ist toll. Danke. Ja, das ist natürlich das nächste Highlight. Wir haben hier den Elektro-Bugmotor schlechthin vorne drauf, den Minn Kota Terova in der 12-Volt-Version, 55 Lips mit Fernbedienung. Und was ganz wichtig für euch zu wissen ist, der kann nicht einfach nur rechts, links, geradeaus zurückfahren. Der kann sich sogar Spots abspeichern.
Der kann auch ganze Strecken abspeichern. Mit dem kann man als Boot auch quasi verankern. Das driftet nicht mehr weg. Der hat sogar einen Tempomat, dieser Elektromotor. Und man kann auch eine ganz klare Richtung ansteuern, die der dann immer beibehält. Und man hat im Prinzip, man hängt sich die Fernbedienung um und man kann einfach fahren und hat die Hände frei und den Kopf frei. Der Motor macht alles von selbst und ihr könnt angeln. Und seht sogar, was unter dem Boot passiert. Und das sogar richtig gut. Toll. Okay. Also jede Menge Batterie, wie ihr sehen könnt. Einmal Starterbatterie für den Motor, Verbraucherbatterie für den Elektromotor. Also kein Risiko, dass man mit dem Elektromotor die Batterie komplett leer fährt und den Motor nicht mehr anbekommt. Man hat immer eine Starterbatterie als Backup und noch Ersatzbatterien für die Echolote. And I have a backup battery for the front throttle in the car. Okay. Und im Auto, unglaublich, steht sogar noch eine Ersatzbatterie für den Elektromotor, wenn man mal eine richtig lange Tour vorhat. Ja. Ladegeräte schön in der Kiste verpackt. Einmal für die große Batterie für den Frontmotor und einmal noch zwei Ladegeräte für die kleinen Batterien, für die Echolot-Batterien. Das heißt, nachts, wenn das Boot am Haus festgemacht ist oder am Trailer, an der Garage, am Haus steht, kann man dann die Batterien nachladen, um am nächsten Tag wieder sicher starten zu können. Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Set habe ich noch nie auf einem Leihboot in Schweden gesehen. Noch nie. Super. Leute, guckt euch das an. Unglaublich. Hat man natürlich oft in der Angelkiste, aber hat man auch genauso oft vergessen. Und hier ist es nochmal dabei. Kraftschneider, um die Haken durchzuschneiden, wenn man vielleicht auch sich den Haken in den Finger gerammt hat oder ähnliches oder sonstige Probleme mit dem Haken hat oder man kriegt ihn irgendwo nicht raus. That's good. In Schweden wiegt man die Fische ja vor allem. Da ist das Gewicht wichtiger als die Länge tatsächlich. Das ist in Schweden üblich. Und hier gibt es eine Abhakmatte, um das Boot nicht zu versauen und den Fisch vor allem auch zu schonen. Das ist ja ganz wichtig. Viele von euch betreiben Catch and Release. Es ist wichtig, wie man den Fisch behandelt. Und man kann mit der Matte sogar, mit der Waage und der Matte zusammen, den Fisch am Ende auch noch wiegen. Also auch toll. Beleuchtung für die Sicherheit bei Nacht. Ihr seid hier in Schweden, ihr wollt die Zeit komplett nutzen. Im Herbst, im Winter wird es ja auch früher dunkel. Hiermit kann man nachts noch rausfahren. Driftsack war ebenfalls mit dabei. Ja, ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, ich habe selbst ein voll ausgerüstetes Boot, lasse das eigentlich nie gerne zu Hause, weil so Sachen immer fehlen und ihr seht, mehr geht nicht. Das musste ich bei meinem Boot zu Hause extra noch nachrüsten, die Funktion. Der Motor hat Trollingsteuerung. Das bedeutet, man kann die Drehzahl von dem Motor stufenweise nach oben stellen. Das ist wichtig, um die perfekte Schleppgeschwindigkeit zu erzielen. Häufig muss man auch mal, jetzt gerade zum Beispiel, gegen den Wind fahren. Dann ist das Boot natürlich bei Standgas langsamer, als wenn man mit dem Wind fahren würde. Und hier kann man mit einem Druck auf den Zündschlüssel, kann man die Drehzahl leicht nach oben regulieren. Wenn man das nicht hat, dann muss man andauernd an der Pinne rumspielen. Gas, Gas zurück, Gas, Gas zurück. Hat zu viel Gas, zu wenig Gas. Hier kann man das quasi digital steuern. Darüber hinaus fällt mir auch gerade auf, das ist ein Motor mit Pinnensteuerung, mit Big Tiller Version, also der Schaltknüppel ist nach vorne gelegt. Damit kann man bequem, ja, sehr bequem genauso fahren. Ja. 30 PS Tohatsu, ja, der reicht für eine ordentliche Geschwindigkeit bei dem Boot. Das testen wir gleich mal. So, jetzt habe ich mal Platz genommen hier auf dem Boot. Also der Sitz lässt sich nicht nur drehen, der lässt sich auch auf einer Schiene noch verschieben. Und hier kann man die perfekte Sitzposition einnehmen vor dem Motor. Aber was ich hier wirklich mal sagen muss, Christa hat eben so gesagt, der Captain Seat und die anderen Sitze, ehrlich, Hand aufs Herz, so einen Stuhl habe ich noch nie auf einem Mietboot gesehen. Vor allem nicht in Schweden. Da sitzt man meistens auf einem Angelkoffer, wenn man Glück hat. Und das ist ein vernünftiger Angelstuhl, wo man wirklich ein paar Stunden drauf sitzen kann jeden Tag. So sollte das sein. Kann man auch zuklappen, wenn es regnet, dann bleibt er auch einigermaßen trocken nachts. Und am nächsten Tag kann man wieder starten. Das ist natürlich sehr transparent. So weiß man genau, was vorher drin war. Man war dabei und kann am Ende natürlich auch nicht sagen, dass irgendwas nicht gepasst hat. So transparent stellt man sich das vor. Toll, tolle Sache. Jetzt gehe ich ins Auto, hole mein Angelzeug. Das ist ja nun mal gar nicht so viel. Meine Ruten, meine Angelkiste, meine Köder. Bis dahin wird das Boot im Wasser sein und dann geht's los. Okay? Die Übergabe des Bootes ist jetzt fertig. Super Boot, alles was ich brauche, alles was ich mitnehmen muss, ist mein Angel-Equipment, das habe ich von zu Hause mitgebracht und jetzt geht's aufs Wasser, ich bin heiß. So, hier liegt das Boot und das Geile ist, es hat keinen festen Liegeplatz, ihr bekommt das dahin gebracht, wo ihr angeln wollt oder könnt es selbst am Trailer eventuell mitnehmen und jetzt kann es direkt losgehen.
Die Boote sind ausgestattet mit 30 PS Viertaktmotoren mit Elektrostart, einer ordentlichen Pinne, Powertrim und 30 PS an dem Boot, die gehen ganz ordentlich. Der Beweis ist hier oben, ich habe bei der ersten Fahrt direkt schon meine Mütze im Wind verloren, aber zum Glück Ersatz dabei gehabt. Die Kombination aus Pinnensteuerung und hervorragenden Echoloten, die hier an Bord sind, habt ihr die Möglichkeit, auch den Fischen pelagisch nachzustellen. Die Angelei ist in Schweden höchst erfolgreich und erfreut sich größter Beliebtheit. Was ich richtig geil finde bei Viking Fishing Sweden, ihr habt das Boot nicht im Wasser liegen, ihr könnt das mit Trailer mieten und an das Gewässer fahren, wo ihr hin wollt. Ans eigene Auto anhängen und los geht's. Ja, wirklich an alles gedacht. Wer schon mal in Schweden war, wir haben überall Felsgrund, Steine rumliegen. Hier haben wir einen extra Schutz für den Propeller. Da fühlt man sich direkt sicher, wenn man auf unbekannten Gewässern unterwegs ist. Und auch der Trailer, ihr habt den Vorgang gerade gesehen. Vernünftiger Trailer mit vielen Rollen, klappbaren Lampen. Damit ist man wirklich spontan, flexibel in Schweden unterwegs. Super Kombo. Wenn ihr das sorgenfreie Bootsangeln in Schweden genauso genießen wollt wie ich, könnt ihr euch informieren unter vikingfishing.se. Viking Fishing findet ihr auch bei Facebook und Instagram. Das Boot hängt jetzt an meinem Auto. Ich verabschiede mich. Es geht ans nächste Gewässer. Tschüss. Meine Schwedentour ist leider vorbei. Ich bin schon auf der Fähre Richtung Deutschland. Blicke zurück auf eine richtig geile Angelwoche in Schweden mit einem Boot, was jeden Cent wert ist. Geht auf die Homepage von Viking Fishing Sweden und sichert euch das Boot für euren Trip nächstes Jahr.